Hallo, du wundervoller Mensch und herzlich willkommen bei dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Julia Colella, ich bin Wirtschaftspsychologin und die Gründerin von dem Unternehmen Seelenschokolade. Und in der heutigen Folge möchte ich dir eine Frage stellen. Und zwar, bist du bereit, Erfolg, wirklich Erfolg und Fülle in deinem Leben zu empfangen? Bist du bereit, kontinuierlich zu wachsen? In deinem Business, in deiner Persönlichkeit mehr Fülle zu empfangen, mehr Geld in deinem Leben zu empfangen. Bist du dazu wirklich bereit? Denn es ist was sehr Spannendes passiert. In der letzten Folge habe ich eine Meditation für euch veröffentlicht. Und einige Menschen haben mir daraufhin geschrieben, oh mein Gott, Julia, ich habe die Meditation gehört. Vielen, vielen Dank dafür. Die war so schön und die hat so viel bei mir bewegt. Viele haben mir auch geschrieben, sie haben die so oft und so viel immer wieder gehört, weil die so viel in ihnen bewegt hat und so viel getriggert und angestoßen hat, womit sie gar nicht gerechnet haben. Und zwar, als ich dann gesagt habe, du empfängst kontinuierlich Kunden, du verdienst mehr Geld in deinem Leben, du ziehst Kunden mit Leichtigkeit und mit Freude in dein Leben, du manifestierst dir die Fülle, die Leichtigkeit und den Erfolg, den du immer haben wolltest, ist ihnen klar geworden, oh mein Gott, wenn ich da irgendwie kontinuierlich Kunden generiere, kann ich das überhaupt? Und genau da sind wir an dem springenden Punkt. Da sind wir an den Blockaden und an dem Zweifel angekommen, der dich komplett blockiert, in deine Fülle zu gehen. Denn wenn du da Zweifel hast, vielleicht total unterbewusst, dann kannst du diese Fülle überhaupt gar nicht empfangen. Dann erzählst du dir da irgendwelche Bullshit-Stories, die dich blockieren, wirklich Kunden, Fülle und Geld zu empfangen. Also hör auf damit. Erstens. Wenn du jetzt gerade dein Business startest und in den ersten 1, 2, 3 Monaten bist, dann werden dir nicht von heute auf morgen 500 Leute die Tür einrennen. Das ist relativ unwahrscheinlich. Und selbst wenn du jetzt auf einmal 10 Anfragen bekommst für Erstgespräche, dann werden mit Sicherheit nicht alle 10 auch ein Coaching-Paket bei dir abschließen. Wenn du noch nicht so weit bist, ein Coaching-Paket anzubieten, in diesem Moment und du bist schon selbstständig, dann solltest du auf jeden Fall zu mir ins Coaching kommen, dass wir Coaching-Pakete für dich generieren und dein Business skalierbarer machen und dich dahin bringen, dass du auch wirklich Dienstleistungspakete anbieten kannst, dass du wachsen kannst, dass du überhaupt dazu bereit bist, Kunden zu generieren. Und deswegen frage ich dich heute in aller Ehrlichkeit, bist du wirklich dafür bereit? Deswegen möchte ich dich heute fragen, bist du dir im Klaren darüber, was es heißt, zu wachsen? Bist du dir im Klaren darüber, was es bedeutet, Geld zu verdienen? Und sich nicht so ein bisschen Geld, sondern wirklich mehr Geld, viel Geld. Vielleicht ist an der Stelle schon 5.000 oder 10.000 viel Geld. Ich rede aber wirklich von 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat zu verdienen. Ist dir klar, was es bedeutet, diesen kontinuierlichen Kundenstrom zu empfangen, dein Business so aufzubauen? Ist dir klar, was es dafür braucht, dahin zu kommen? Bist du bewusst darüber, was das bedeutet und was dann auch passiert? Weil ich habe das tatsächlich schon einige Male erlebt und mitbekommen, dass Leute so sagen, so, ah ja, ich möchte 10, ich möchte 50.000, ich möchte 100.000 Euro im Monat verdienen. Und bei mir kommt nicht wirklich das Gefühl an, dass es wirklich ihr Ziel ist. Dass sie das wirklich, wirklich wollen und dass sie sich wirklich dazu committed und entschieden haben, all diese Schritte zu gehen, um das auch kontinuierlich zu empfangen. Und ich habe da manchmal so den Eindruck, dass sie gar nicht wirklich ihre eigenen Ziele verfolgen, sondern vielleicht so ein bisschen links und rechts geschaut haben, was haben denn die anderen so für Ziele gesetzt. Und es wird ja auch gerade in dieser Money-Mindset, Money-Coaching-Szene einfach von so Beträgen gesprochen wie 10.000 im Monat, ne, oder 100,
im Monat. Und das wird dann einfach mal so dahingesagt, aber die wenigsten machen sich wirklich mal Gedanken darüber, was das eigentlich auch wirklich bedeutet an Verantwortung für deine Kunden, für deine Mitarbeiter, dass es ohne Mitarbeiter überhaupt gar nicht möglich ist, dass es dahinter ein Team braucht, dass es einen Kundensupport braucht, was das alles so mit sich bringt. Und ich bin der Meinung, beziehungsweise habe diese Erfahrung gemacht, dass das nicht immer super mega easy ist, aber dass es immer leichter wird. Und dass dafür gute Strukturen und ein starkes Mindset wichtig sind und dass wir dann immer mehr Leichtigkeit in unserem Business kreieren können. Eine Sache, die wirklich definitiv klar ist, wenn man dieses Geld verdienen möchte, dann darf man sich verändern. Und da möchte ich dich einfach mal fragen, ist dir bewusst, was es bedeutet, 10, 30, 50.000 Euro im Monat zu verdienen? Ist dir bewusst, dass du nicht dann nur 2, 3, 4 Kunden empfängst, sondern vielleicht 20 oder 30 oder 50 Kunden? Ne, du möchtest jetzt nicht irgendwie so ein One-Hit-Wonder sein, das kriegt jeder mal hin. Ich habe da schon viele Coaches kommen und gehen sehen, auch manche, die haben dann echt voll krass hochpreisige Coaching-Angebote verkauft, da war aber einfach nichts dahinter und dann ist das einfach auch nicht nachhaltig. Ne? Wir wollen ja kein One-Hit-Wonder sein, sondern wir wollen kontinuierlich einen Kundenstrom generieren. Und ich bin jetzt seit 8 Jahren selbstständig, ich bin permanent mitgewachsen mit meiner Persönlichkeit. Ich habe so viel an mir gearbeitet, schon vor der Selbstständigkeit habe ich sehr, sehr jung angefangen, mit 14 Jahren meine Heilpraktikerin an meinen persönlichen Themen zu arbeiten. Später dann mit Coachings, Mentoring, mit Hypnosetherapie. Ich habe so viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet, bis ich dann mein Business gegründet habe, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich bin jetzt bereit, ein Spiegel zu sein für Menschen. Meine eigenen Themen sind geklärt. Natürlich, das Leben bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich, aber dann auch wirklich einfach diesen Weg zu gehen und dieses wirklich Unternehmer-Mindset zu haben, wirklich diese Einstellung auch dafür zu sagen, diese starke Führungsperson zu sein, gleichzeitig sensibel zu sein, seine Gefühle auszuleben, in einer Balance zu sein, das empfangen zu können. Und einen großen Fehler, den ich damals wirklich gemacht habe, war, dass ich das unterschätzt habe, wie zielführend und wichtig Business Coaching, Business Mentoring ist. Ich habe so viel in meine persönliche Entwicklung gesteckt und einfach unterschätzt, was es bedeutet, in einem Mentoring-Programm zu sein, Business Coachings zu nehmen, mit einer Unternehmensberatung zusammenzuarbeiten. Heute weiß ich das und ich wünschte, ich hätte das schon viel früher gemacht, weil ich habe ein bisschen zurückgeschreckt damals, so mit 21, 22, wo ich mein Unternehmen gegründet habe, weil Business Coachings, Business Mentoring halt schon hochpreisiger ist. Und ich dachte mir so, boah, echt krass, jetzt kostet es irgendwie 5 oder 10 oder 30.000 Euro. Das ist so ein großer Invest. Heute mache ich diese Investments. Ich habe jetzt gerade letzten Monat 30.000 Euro in mein Business investiert, in eine Unternehmensberatung. Und es zahlt sich einfach immer aus. Und es ist halt auch so, du investierst halt dieses Geld erstmal rein, du setzt neue Strukturen auf, du etablierst neue Systeme, du gehst vielleicht auch erstmal einen Schritt zurück, so wie wenn wir werfen, dann holen wir ja auch erstmal aus und werfen dann. Und wirklich auch zu verstehen, dass dieser Aufbau von was Neuem erstmal einen kleinen Rückschritt bedeutet. Und ich kenne das so gut von mir selbst, dass wenn ich mich verändert habe, ich erst einen Schritt zurückgehen musste und das war manchmal auch echt unangenehm und auch krass außerhalb der Komfortzone, weil man hat was investiert und man geht erstmal zurück und die ganzen Themen kommen hoch und es ist alles super unangenehm und man denkt sich, oh mein Gott, ich habe das Geld investiert. Aber dann, wenn man neu entschieden hat, neue Strategien aufgesetzt hat, seine Komfortzone verlassen hat, dann verändert sich es, dann kommt der Erfolg. Also mit diesem Beispiel, du verdienst 30.000 Euro im Monat, du generierst dann 10 Kunden und vielleicht dann im dritten Monat generierst du 20 Kunden und es steigt stetig an.
Und jetzt stell dir mal vor, du bietest dann immer noch nur 1:1 Betreuung an und hast noch keine Mitarbeiter und bist noch nicht skaliert und hast noch keine definierten Prozesse, dann fliegt dir der ganze Laden um die Ohren. Bist du dir dessen bewusst, was das bedeuten würde, wenn du da alles noch alleine machst? Und ein anderer Punkt ist, wenn du diese Kunden generierst, dann bist du definitiv auch deutlich sichtbarer als jemand, der nur da oder dort mal einen Kunde auf eine Empfehlung bekommt. Das heißt, auch hier mal dir wirklich klar zu machen, bist du dir bewusst, dass du dann auch sichtbarer wirst? Wenn du sichtbarer wirst, bist du einfach auch bewertbarer, stellst dich neuen Herausforderungen. Ist dir bewusst, dass wenn du dieses Geld verdienst, dass du mehr Kunden hast, dass du Dinge abgeben darfst, musst, weil ansonsten funktioniert es einfach nicht. Und du wächst langsam, vielleicht verdienst du dann auch mal 5, mal 10, mal 20.000 Euro und du holst dir auch schon Hilfe und Unterstützung, vielleicht hast du auch endlich mal einen Business Coach investiert, dass du dir im Klaren darüber bist, dass der erste Atemzug ist, neue Prozesse aufzubauen, damit du so skalieren kannst, dass du hinterherkommst, sprich Menschen, die dich dabei unterstützen. Und die kosten natürlich auch Geld. Das heißt, im ersten Schritt wirst du zwar nicht mehr verdienen, aber du hast weniger Arbeit, bessere Prozesse, bessere Kundenbetreuung. Aber vielleicht ist es dir jetzt noch nicht bewusst. Und wenn du dieses Bewusstsein nicht darüber hast, ist es dann vielleicht so, dass du zögerst und dir sagst, oh nö, hab jetzt keine Lust drauf, ist jetzt anstrengend, ich will jetzt nicht ausholen, ich will jetzt lieber stehen bleiben. Aber du musst halt keine Angst davor haben, sondern es kann mit so viel Freude und Leichtigkeit gehen, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich unterstützt, der diesen Weg schon gegangen ist, der schon die Stolperfallen kennt auf diesem Weg, der dich dabei unterstützen kann, dahin zu kommen, wo du hin möchtest. Also ist dir bewusst, was für eine Verantwortung du auch tragen wirst, wenn du erfolgreich bist. Ist dir bewusst, dass du von Anfang an mit diesem Wachstum die Bereitschaft mitbringst, zu testen, auszuprobieren, hinzufallen, wieder aufzustehen, hinzufallen, wieder aufzustehen, auszuprobieren, zu testen, auszuprobieren, zu lernen, zu wachsen, dass es auch mit dazugehört, dass du auch dazu bereit bist, ein Feintuning zu machen, damit du dazu bereit bist, nicht tausende Angebote zu haben, sondern wenige richtig gute Angebote zu haben und hier bereit bist, diese immer wieder zu verbessern, immer wieder besser zu machen und zu optimieren. Einen richtig guten Weg zu kreieren, der deinen Kunden wirklich dienlich ist, der deinen Kunden wirklich hilft und der wirklich einfach exzellent gut ist. Und ist dir auch klar, dass wenn du jetzt vielleicht auch alleine startest, wenn du dir keine Unterstützung holst, dass du am Anfang vielleicht auch relativ Zeit vom Rechner verbringen wirst, dass du öfters da mal sitzen wirst, stundenlang, wenn du da keine Unterstützung hast. Ist es dir klar, dass du dann vor deinem Laptop, vor deinem MacBook sitzt und Texte schreibst und Dinge optimierst? Ist dir das bewusst, dass das mit dazugehören wird, wenn du das nicht delegierst und abgibst? Also frag dich, bist du bereit für Fülle in deinem Leben? Bist du bereit, auszuprobieren und zu testen? Bist du bereit, zu lernen und zu wachsen? Bist du bereit, dazu Menschen einzustellen, die dich zu unterstützen? Bist du bereit zu investieren und zu wachsen? Bist du bereit, diesen Weg zu gehen und Dinge zu optimieren, um dann irgendwann halt eben nicht mehr vorm Rechner zu sitzen, nicht mehr bis nachts zu arbeiten, um endlich das Wochenende auch frei zu haben, um mehr Leichtigkeit zu gewinnen, um Strategien zu haben, die funktionieren, um dieses starke Mindset zu haben, um mehr Leichtigkeit im Business zu erleben? Bist du dazu bereit, loszulassen von alten Strukturen und neue gewinnbringende zu etablieren? Bist du dazu bereit, einen Weg zu finden, ein Team zu haben, welches dich unterstützt,
Prozesse abzugeben, die vielleicht andere sogar besser können als du, und aufzuhören zu glauben, dass es immer nur diese One-Woman-Show sein muss und dass du alles am besten kannst und dass das der einzig wahre Weg ist, sondern dass es geht mit Unterstützung, mit Leichtigkeit, mit neuen Strukturen. Und eine Frage noch, ist es dir wirklich bewusst, wie du dich als Person verändern darfst, um erfolgreich zu sein? Du als Person mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Authentizität, mit deiner Stärke, mit deiner Sensibilität und deiner Stärke. Und ich sage das dir heute, weil ich es aus eigener Erfahrung weiß. Also die Julia vor 4 Jahren, die hatte davon noch relativ wenig Ahnung gehabt. Die hatte da vielleicht meine Assistentin und hat mal angefangen, hier und da was abzugeben. Aber ich habe so viele Sachen einfach jahrelang selber gemacht und dachte einfach, ich muss das machen, es geht nicht anders, und habe mich damit selbst total blockiert. Und heute bin ich eine Unternehmerin mit Prozessen, mit Strukturen, mit Mitarbeitern, mit einem Team, was mich unterstützt und begleitet, mit vielen Kunden, die betreut werden, die super Ergebnisse erzielen, weil es mir so wichtig ist, einfach richtig gute Coaching-Programme anzubieten, weil mir zufriedene Kunden wichtig sind. Und ich hatte damals, wo ich gestartet bin, nicht dieses Bewusstsein, was es brauchen wird. Mir war nicht klar, was es bedeutet, zu wachsen. Mir war nicht klar, was es bedeutet, wenn ich dann 10, 20, 30, 40, 50.000 Euro im Monat verdiene, was es auch mit sich bringt. Und ich wünschte, mir hätte es damals jemand gesagt, was es alles so mit sich bringt, dass ich mich darauf vorbereiten kann, dass ich auch mental einfach mich darauf vorbereiten kann. Weil es ist ja auch ganz klar, also wenn du jetzt vielleicht noch angestellt bist oder wenn du ein Offline-Business hast oder wenn du ganz am Anfang stehst oder wenn du noch alles selber machst, natürlich darfst du dich dann verändern und natürlich darf sich auch dein Business verändern, um mehr zu empfangen. Und auch wenn sich das jetzt alles gerade vielleicht ein bisschen krass anhört, bist du bereit dazu? Bist du bereit, eine richtig coole Unternehmerin zu sein, die richtig mega Umsatz macht, die tolle Kunden hat, die absolute Wunschkunden hat, wo es Spaß macht, mit denen zusammenzuarbeiten, mit tollen Kundenergebnissen, mit einem tollen Angebot, mit einer tollen Positionierung? Bist du dir bewusst, was es heißt, dahin zu kommen? Bist du dazu bereit? Und schreib mir super gerne mal deine Denkweise, deine Sichtweise. Ich freue mich riesig drauf, da von dir zu hören. Weil es gibt da einige draußen, die über Money Mindset und so sprechen, aber ganz oft so, oh, es soll halt alles irgendwie easy peasy sein, und die nicht wirklich mal kommunizieren, was es halt eigentlich bedeutet, ein Unternehmen zu haben. Und ich möchte einfach ehrlich mit dir sein und dir halt einfach diesen Einblick geben, was es einfach auch mit sich bringt an Strukturen, an Veränderungen, und dich einfach darauf vorbereiten, weil ich dran glaube, dass da so viel mehr möglich ist und dass ich mir wünsche, dass das Geld auch einfach weiblicher auf dieser Welt verteilt wird, dass Frauen mehr Macht haben, mehr Reichweite, mehr Möglichkeiten, mehr tolle Unternehmen, mehr Veränderungschancen, mehr soziale Stiftung, mehr Nachhaltigkeit, mehr weibliche, kraftvolle Energie. Und ich will gerne so eine Welt sehen, in der mehr weibliche Energie ist. Weg von Linearität hin zu einem Business im Flow und Möglichkeiten, hin zu mehr zyklischer Energie und nicht immer nur dieses lineare, stumpf geradeaus. Und ja, das ist möglich. Und ja, wir dürfen uns erlauben, groß zu denken und groß zu träumen und groß zu verwirklichen und noch größer unsere Vision wahr werden zu lassen. Und schreib mir einfach super gerne und zeig mir, dass ich nicht die Einzige bin, die richtig darauf Lust hat, ein richtig geiles Business aufzubauen mit tollen Mitarbeitern, mit tollen Kunden und tollen Ergebnissen. Ich freue mich, von dir zu lesen,
von deinen Wünschen, von deiner Vision zu lesen, wie du groß im Business sein willst, richtig ein Big Business mit einer krassen Vision, mit einem krassen Warum dahinter. Ich freue mich, von dir zu hören, und ich freue mich, wenn ich mich mit dir austauschen darf, wenn ich dich vielleicht sogar unterstützen darf auf deinem Weg. Also ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht. Ich freue mich, mich mit dir auszutauschen, und hoffe, ich konnte dir heute einen ganz ehrlichen Einblick geben in das Unternehmertum, wenn man wirklich groß spielt, und was es bedeutet, ein wachsendes Business zu haben und was es alles so mit sich bringt, und dass es einfach auch wundervoll und aufregend ist, und dir da einen ganz ehrlichen Einblick zu geben. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge hat dir gefallen und dich inspiriert, und ich wünsche dir alles, alles Liebe, und freue mich, wenn du demnächst wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Julia Colella.